Und somit grüße zurück zu Tomb Raider. Wir begeben uns nun nach einer sehr hektischen letzten Episode und einer Wortphilosophie, die zum Nachdenken anregt, werden wir uns nun in Richtung Schiff begeben. Ich habe keinen blassen Schimmer, was uns da erwarten wird. Aber ich nehme mal an, die Situation wird nicht besser. Das schaut geil aus, das schaut geil aus, ja. Ah. Okay. Das fällt nicht auf, Lara, oder was? Scheiß instabiles Schiff. Ihr zwei, bereitet die Fracht zum Transport vor, wenn ihr damit fertig seid. Wie viel werden denn dort auf uns warten, wie viel Hanseln, hä? Was? Es ist halt nur blöd, wenn das Spiel auf Third Person programmiert ist. Aber du dir trotzdem keinen Überblick verschaffen kannst. Boah. Aus dem Weg. Ich mach das. Aus dem Weg. Ich mach das. Boah. Hoppala. Oh, Lara, du wirst goschert! Wow, endlich! Ah. Scheißen! Ah, oh, bist du deppert? Warte mal. Ich hab keine Ideen mehr. Bist du deppert? Ich glaube, wir müssen in den Nahkampf gehen bei den Trottel. Ja, du es! Na! Ach, Lara, du geile Nudel, du! Endlich wirst du mal Brot, endlich wirst du mal goschert! Shit! Shit, schon wieder zugedruckt. Na erst klein und drahtig. Nein! Schon wieder zu gedruckt. Keine 4 Minuten der Episoden und schon sowas!
Lara, ich bin richtig stolz auf dich. Sodale. Sodale, hat er gesagt. Ich ahne Böses. Was? In Axel Foley soll ich suchen? Bin wieder da. Es ist so viel passiert. Ja, Mädchen, du hast doch trotzdem keine Zeit, darüber zu philosophieren. Du Nudel. Wo ist der Rest des Teams? Und? Sie verfolgen einen Überlebenden. Ja, sie war im Wasser und wollte an Bord. Ist aber dann nach oben gekommen. Das Schiff beginnt zu sinken. Wir könnten ihn einfach dann sterben lassen. Ja, aber irgendwas, was hat der Whitman mit dem ganzen Scheiß da herum zu tun? Die Frage stelle ich mir die ganze Zeit. Es ist immer so, das ist ein Klischee. Wenn du mal einen Charakter dabei hast, der in einem ganzen Film vor zum Beispiel 3 Stunden nur 10 Minuten auftaucht, dann musst du schon die Frage stellen, was hat der zu tun gehabt damit? Oh na. Ich glaube, ich kann mir schon vorstellen, was noch kommt. Mit was kriegt sie das hin? Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Ah! I understand that not. Ja, das habe ich gerade vorgehabt, du Idiot. Mei. Immer die Besserwisser. Guck da hinten im Eck und nein. Ja, Lara, häng ein bisschen an, hä? Ich muss da rauf. Ja, das haben wir auch gerade gedacht, irgendwo. Warte mal.
mal auf. Die Tür blockieren. Ja, aber ich verstehe. Warum immer so? Verdammt! Die Schiene ist blockiert. Ich muss irgendwie darauf, um sie freizukriegen. Ah, ich sehe schon. Nein, das ging nicht. Aber das ist natürlich die beste Zeit zum Verrecken. Du naseweiße Göre, du. Das ist ja schon wieder zweit. Aha. Da muss ich wieder mit meinem Kühl wie ein Hornochs mitmachen. Halt die Pappendepper da. Warte mal. Warum? Du hast ja mit den Scheiße ja kein Gefühl anders. Da, probieren wir es so. Ja. Alex! Oh Gott, ich muss da reinkommen. Alex, ich hol dich ganz schnell da raus. Okay, jetzt den Weg freiräumen. Leichter gesagt als wir da, Lara. Das, mit den Scheiß hast du kein Gefühl. Yeah.
Das geht nur langsam und schnell. Oder gar nicht und schnell. So. Mädel, ich darf mich auf die Haken konzentrieren und nicht dort deppert mal umschauen. Das, was der Priester da draußen will, ist uninteressant. Lara, nimm das mit. Nicht ohne dich. Hey, wie oft kann ein Typ wie ich schon ein Held sein? Oh. Die anderen zielen auf uns. Lara, ich leg dir übers Knie, du immer mit deiner Moral. Wenn es um mein eigenes Leben geht, ist mir das scheißegal, dir sag es. Das darf jetzt aber nicht wahr sein, oder? Wenn Tode unnötig wären. Naja. Alter, das kann's doch bitte nicht geben, oder? Bin jetzt dafür das Stille auch schon zu blöd? Begrüße Großer!
Ja, ich muss nicht, ob das sei oder nicht. Ich bin zu blöd für das Stück. Hä? Irgendwas muss ich falsch machen. Ich muss halt da rauf. Aber ich bin zu blöd, dass ich da umkomme. Aha! Irgendwie bin ich zu blöd, dass ich da umkomme. Ich muss da wieder rauf. Jetzt da. Na! Oh, Alter, Vorder. Ja, sorry, ich bin zu blöd für das. Ich begreife das nicht. Na, ich muss da auf, aber es ist, ich verstehe aber nur nicht. Sie ist ja schon vorm Aufbräuter, oder jetzt wissen wir das auch. Ich verstehe es nicht. Muss ich unter Säue, ober Säue? Ich verstehe es nicht. Die große Heldin, zu doof, um ein Seil zu verwenden. Erst Alter, zieh nicht die Spülen die Länge, bla bla bla. Ach ja, Selbstironie ist die schönste Ironie.